Ein verspannter Piriformismuskel kann zu Schmerzen im Gesäß und unteren Rücken führen. Wenn der Piriformismuskel auf den Ischiasnerv drückt, kann es sogar sein, dass es zu Ausstrahlungsschmerzen bis in die Beine kommt. Wenn das auf dich zutrifft, dann zeige ich dir heute Übungen mit der Faszienrolle oder einem Blackroll-Ball, mit dem du zur Schmerzlinderung beitragen kannst. Wenn du hast, leg dir außerdem ein Loop und Superband bereit. Du kannst aber auch mitmachen, wenn du es nicht daheim hast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Mitmachen. Ich zeige dir kurz, wo dein Piriformismuskel verläuft. Du kannst hier auf der Seite einen knöchernen Vorsprung spüren, am Becken, das ist der Trochanter Major. Und dann hier hinten, oberhalb deines Gesäßes, auch ein knöcherner Teil, das ist dein Kreuzbein. Und der Piriformismuskel, der verläuft hier schön tief im Bereich des Gesäßes vom Kreuzbein zu diesem Trochanter Major an der Seite. Und du kannst hier jetzt mal mit dem Daumen hineindrücken, entlang dieses Muskels und mal spüren, ob du hier einen Schmerz spürst. Du kannst das Ganze auf beiden Seiten machen und mal hineinfühlen, ob du hier irgendwie ein erhöhtes Schmerzempfinden spüren kannst. Wir kommen in unsere erste Übung. Schnapp dir hierfür Ball oder Rolle, je nachdem wie intensiv du massieren möchtest. Und wir massieren diesen Piriformismuskel, den wir gerade eben mit unserem Daumen abgedrückt haben, mit dem Ball. Setz dich dafür einmal mit deiner rechten Gesäßhälfte auf den Ball hinauf. Und wenn du magst, kannst du dein rechtes Bein über deinen linken Oberschenkel überschlagen, um ja noch tiefer in die Dehnung hineinzugeben. Da komm auf deinen rechten Unterarm, wenn du möchtest. Und du kannst hier einfach auf diesem Punkt bleiben und hineinsinken. Oder zusätzlich eine Mobilisation erzeugen, indem du dein Knie zu dir ranziehst und wieder wegführst. Schön langsam. Das kann allerdings sehr intensiv sein. Wähle also am besten eine Variation, die für dich angenehm ist. Versuche die Spannung so gut es geht loszulassen. Und lächeln nicht vergessen, besonders wenn es schmerzt. Wir wechseln die Seite. Leg den Ball unter deine linke Gesäßhälfte, wieder hier im oberen Bereich deiner Gesäßmuskulatur. Vielleicht kommst du auf deinen linken Unterarm dieses Mal. Und wenn du magst, überschlage dein linkes Bein über deinen rechten Oberschenkel und sinke hier in den Ball hinein. Wenn du magst, Knie ranziehen und wieder von dir wegführen, um eine Mobilisation im Piriformismuskel zu erzeugen und dadurch noch tiefer in das Gewebe hineinsinken zu können. Aber mach die Mobilisation nur, wenn der Schmerz bei dir nicht zu intensiv ist. Ansonsten bleib einfach auf dem Punkt und sink hinein. Und alternativ kannst du auch immer die Rolle verwenden, wenn es mit dem Ball noch zu intensiv ist. Löse dich aus der Position raus. Wir kommen als nächstes in eine Hüftbeugerdehnung. Du kannst die Übung, die wir jetzt gleich machen, entweder mit Band oder ohne Band machen. Spielt eigentlich keine Rolle. Wenn du es mit Band machst, dann fixier es irgendwo an einem Gegenstand hinter dir. Und dann komm in einen halbknienden Stand. Linker Fuß vorne, rechter Fuß hinten. Und dann spanne dein rechtes Gesäß so fest du kannst an, um dein Becken zu kippen und in eine schöne Hüftbeugerdehnung zu kommen. Sollte sich hier jetzt auf der Vorderseite deiner rechten Oberschenkelmuskulatur und Hüftbeugermuskulatur einen sanften Zug spüren.
Je mehr du dein rechtes Gesäß anspannst, desto intensiver sollte die Dehnung werden. Dann versuche einfach hier die Dehnung zu halten. Schön ruhig atmen und löse dich. Seite wechseln, entweder mit Band oder ohne Band. Komm in den Halbknien in den Stand. Rechter Fuß vorne, linker Fuß aufgestellt nach hinten. Bring das Band möglichst hüftnah ran. Und dann kippe dein Becken, sodass du dein linkes Gesäß fest anspannst. Und dann Hüftbeugerdehnung. Spüre die Spannung im Oberschenkel, Vorderseite und im Hüftbeuger auf der linken Seite. Halte die Dehnung. Und löse dich. Aus der Dehnung heraus. Komm auf deinen Rücken. Auch bei der Übung wieder, wenn du kein Band daheim hast, kannst du diese genauso ohne Band durchführen. Wenn du das Band hast, dann zieh das Band über dein linkes Knie, hüftnah ran. Dein rechter Fuß ist auf der Matte platziert und dann überschlage deinen linken Fuß über deinen rechten Oberschenkel. Wandere mit deinem Rücken ein bisschen weiter weg, um mehr Zug zu erzeugen. Und dann greife dein rechtes Schienbein oder die Kniekehle mit deinen Händen und zieh deine Beine zur Brust, um auf der Außenseite deines linken Gesäßes eine Dehnung zu erzeugen. Und entspann dich. Wir halten jede Dehnübung für circa eine Minute. Löse dich aus der Position raus und Seite wechseln. Schlaufe dein Band über deinen rechten Oberschenkel und überschlage deinen rechten Fuß über deinen linken Oberschenkel. Und dann greife dein Schienbein oder deine Kniekehle mit deinen Händen und zieh dein linkes Knie zur Brust ran. Entspann dich auf deinem Rücken. Spür die Dehnung auf der rechten Hüftaußenseite. Löse dich aus der Position raus, Band zur Seite legen. Wir kommen als nächstes in unsere gezielte Piriformis-Dehnung, um unseren Piriformis wieder auf Länge zu bringen. Lege hierfür deinen rechten Fuß oberhalb deines linken Knies auf dem Oberschenkel ab, greife dein Knie mit den Händen und dann zieh dein rechtes Knie diagonal zur linken Schulter, um hier gezielt den Piriformis-Muskel zu dehnen und halte die Spannung. Hier sind wir wieder für circa eine Minute. Über deine Hände kannst du den Dehnungsreiz variieren. Und der rechte Fuß bleibt stabil auf deinem Oberschenkel abgelegt. Löse dich aus der Position raus, rechtes Bein ausstrecken, linken Fuß auf
den rechten Oberschenkel bringen oberhalb des Knies. Greif wieder dein linkes Knie mit deinen Händen und zieh es diagonal Richtung rechte Schulter. Linker Fuß bleibt auf dem Oberschenkel. Linkes Knie zur rechten Schulter heranziehen und die Dehnung spüren. Entspann dich. Wir wollen hier wieder Länge im Gewebe schaffen. Und löse dich. Als nächstes kommen wir in eine Kräftigung. Hierfür brauchst du ein Loopband oder machst es ohne Loopband, wenn du gerade keins daheim hast. Einfach genau dieselbe Übung, nur ohne Loopband. Funktioniert auch. Leg dich einmal seitlich hin und dann achte darauf, dass deine Füße, dein Becken und deine Wirbelsäule in einer Linie sind. Und die Übung nennt sich Clamshell oder Muschel auf Deutsch. Wie eine Muschel öffne jetzt dein oberes Knie nach oben, halte kurz und komm wieder nach unten. Für 2 Sekunden nach oben öffnen, oben halten für ca. 4 Sekunden, für 2 Sekunden wieder nach unten. Im kleinen Fenster siehst du eingeblendet, wie das Ganze ohne Band aussieht. Dieselbe Bewegung, nur ohne Band. Und dann gerne in deinem eigenen Tempo 2 Sekunden nach oben, oben halten für 4. Und wieder langsam nach unten. Becken bleibt schön stabil. Wir aktivieren hier unseren Gluteus Medius Muskel, der zur Abschwächung neigt. Schön langsam und kontrolliert. 2 Sekunden nach oben. Oben halten. Und wieder nach unten. Wir wechseln die Seite. Leg dich wieder hin, sodass Füße, Becken und Wirbelsäule in einer Linie sind. Du kennst die Bewegung ja jetzt. Oberes Knie nach oben öffnen. Füße bleiben zusammen. Endposition oben kurz halten. Wieder langsam nach unten kommen. Nach oben. Oben halten. Wieder nach unten. Und gerne in einem eigenen Tempo. Versuche wirklich die Muskulatur gezielt anzusteuern. Langsam nach oben, Endposition halten. Langsam und kontrolliert nach unten. Sehr schön. Nochmal Seite wechseln. Langsam fängt das Gesäß vielleicht an, ein bisschen zu brennen. Wir machen aber eine zweite Runde. Komm wieder seitlich in die Position. Füße, Becken, Wirbelsäule in einer Linie. Oberes Knie abheben. Füße bleiben zusammen. Für die Aktivierung unserer Gesäßmuskulatur. Es ist wichtig, dass wir neben der Massagetechnik, dem Lösen des Gewebes und der Dehnung eben auch in die Aktivierung gehen, um ein ganzheitliches Trainingsprogramm zu machen. Wir wechseln noch einmal die Seite.
Leg dich hin. Füße, Becken, Wirbelsäule in einer Linie. Füße bleiben zusammen. Oberes Knie hebt ab. In der Endposition halten für circa 3 bis 4 Sekunden. Und 2 Sekunden absenken. 2 Sekunden anheben. Und halten. In deinem Tempo. Schön langsam, kontrolliert und angesteuert. Löse dich. Sehr schön. Die isolierte Aktivierung hast du geschafft. Wir kommen jetzt noch zum Schluss in eine Integrationsübung, damit wir dieses verbesserte Bewegungsmuster auch in unseren Alltag integrieren können. Verlage dein Gewicht auf deinen linken Fuß und dann versuche mit deiner rechten Hand nach unten zu greifen, diagonal. Du kannst auf deinen rechten Zehenspitzen stehen und versuche hier schön dein linkes Gesäß fest anzuspannen. Wenn du das Ganze steigern möchtest, kannst du deinen rechten Fuß sogar ganz vom Boden abheben und dann immer rechte Hand Richtung links unten zu den Zehenspitzen. Wenn du nicht bis ganz nach unten kommst, ist das natürlich auch kein Problem. Spüre die Aktivierung im linken Gesäß und wechsel die Seite. Gewicht auf den rechten Fuß verlagern, linker Fuß abheben oder Zehenspitzen auf dem Boden und dann mit der linken Hand diagonal Richtung rechte Zehenspitze nach unten greifen. Rechtes Gesäß dabei anspannen, versuchen, dass das Becken schön stabil bleibt. Hast es gleich geschafft. Entspann dich. Das war's auch schon mit unserer heutigen Routine. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Lass uns gerne einen Daumen da oder abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.